Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema Angular JS Schleifen. In diesem Videotutorial möchte ich die Direktive ng-repeat vorstellen. ng-repeat ist wie eine Vorschleife. Der Schleifenrumpf wird wiederholt ausgegeben. In diesem Beispiel werden zwei Listenvariablen erstellt. Siehe Zeile 2. Einmal die Liste x mit den Werten Raspbian, OpenELEC und Pydora und die Liste Y mit den Werten 1, 6, 3 und 2. Schreibe ich nun die ng-repeat-Direktive in einen Tag, wird alles innerhalb des Tags, aber nicht darüber hinaus, gewissermaßen zum Template. Hier siehe Zeile 11. Jedes Element in der Liste x wird einmal der Variable n übergeben und dann wird das Template ausgegeben, bis die Liste durch ist. Dollarzeichen Index beinhaltet die Indexnummer. Des Weiteren gibt es in der Schleife die Variablen first, middle, last, even und odd mit den möglichen Werten true oder false, wahr oder eben nicht wahr. First, für das erste Element in der Liste, ist es das erste Element in der Liste, wird true ausgegeben. Wenn nicht, dann eben false. Dann middle, ist es ein Element zwischen first und last. Dann last, ist es das letzte Element in der Liste. Even, ist es eine gerade Indexnummer. Und odd ist es eine ungerade Indexnummer oder eben nicht. Das Ganze verläuft so. Als erstes wird der erste Wert der Liste x, Raspbian, der Variable n übergeben. Dann wird die Zeile 12 ausgegeben. Einmal mit dem Indexwert 0, das erste Element in der Liste. Dann mit dem Wert Raspbian, dem ersten Element. Und dann wird geprüft, ob es das erste Element in der Liste ist. Und das ist wahr. Dann kommt es zum zweiten Element. Das zweite Element der Liste x, OpenELEC, wird der Variable n übergeben. Und dann wird wieder die Zeile 12 ausgegeben. Und zwar diesmal mit dem Indexwert 1, dem Wert OpenELEC und diesmal ist es nicht das erste Element in der Liste. Also kommt es zur Ausgabe des Wertes false. Dann kommt es zum letzten Element in der Liste. Wert Pydora aus der Liste x wird der Variable n übergeben und dann wird wieder die Zeile 12 ausgegeben, diesmal mit dem Indexwert 2. Dann dem Wert Pydora. Und es ist genauso wenig das erste Element in der Liste, sondern das letzte. Und die Ausgabe sieht dann wie folgt aus. Einmal die Ausgabe der Liste x, die Ausgabe der Liste y und dann eben die Schleife. Das erste Element, nicht das erste Element und nicht das erste Element. Indexwert 0, Indexnummer 0, Indexnummer 1 und Indexnummer 2 und die Werte Raspbian, OpenELEC und Pydora. Mittels ng-repeat-start, hier Zeile 18 und ng-repeat-end, hier Zeile 21. Damit ist es möglich zu bestimmen, wo die Schleife anfängt und wo die Schleife endet. Also der Schleifenrumpf geht über den eigentlichen Tag hinaus. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück!